Hallo Freunde, liebe Grüße aus Wilmington, North Carolina. Hier sind wir auf Malpass Road, ich glaube. Hier ist Independence Drive, eine große Straße. Und ich gehe hier in die Richtung östlich. Hier ist es 13 Uhr am Dienstag, dem 27. August. Und ich gehe spazieren. Naja, es gibt nicht so viele Leute, die auf dieser kleinen Straße, dieser Gasse wohnen. Doch aber an dieser Seite haben wir so Geschäfte dort. Und dort gibt es so wirtschaftliche Gebäude von Heating und Cooling, HVAC. So 3150, ich glaube, das ist Malpass. Und hier kommen wir zu Orchard Avenue. Und dort ist auch ein wirtschaftliches Gebäude, eine Halle für also Feste und so, ich weiß nicht, also ein Yoga-Studio, glaube ich, Ja. Wir sind hier an der Ecke von Orchard und Malpass. Es gibt eine kleine Neighborhood in der Richtung. Es gibt einen Spielplatz auf der Ende der Straße dort. Ja, auf dieser Stop-Sign um die Ecke. Und dort gibt es ein Sign für Kinder, die Kinder spielen. Und hier haben wir die Unity of Wilmington. Es gibt ein Gazebo und ein Auto fährt dabei. Sehr schönes Auto. Das ist ein Dodge Charger. Ja, schön. Geht um die Ecke. Er geht rechts an Independence. Und ich wohne ungefähr so 300, 400 Meter von hier. Und hier ist Unity of Wilmington. Haben Balloons. Ich zeige euch die. Hier haben wir so sehr schöne so Glas. Dort ist ein kleines Raum für also ganz ruhig zu sitzen. Und ja, es sagt May Peace Prevail on Earth. Friede auf Erde. In der Gazebo gibt es ein Mailbox. Es ist geschrieben. Oh, es ist kein Schmetterling, ich glaube, es ist ein Dragonfly. Das deutsche Wort kenne ich nicht. Es sagt Open Feelings Share. Also, man kann ganz ruhig in dieser Gazebo sitzen. Und ja, sehr schön. Dort schläft eine Engel. Ja. Es ist eine gute Zeit in der Tag für so ein bisschen zu schlafen. Man sagt take a nap auf Englisch. Dort ist the Sanctuary. Und dann sind die Büro und es gibt da zwei oder drei Zimmer drin. Auf der anderen Seite gibt es einen kleinen Spielplatz und es gibt eine Montessori School, die benutzt eine halbe der Gebäude. Ich zeige euch so Open Feelings Share und man kann schreiben. Es gibt einen so Zettel und blauer Stift drin. Man kann schreiben. Thank you for receiving us exactly as we are and loving us unconditionally. We ask to be brought home to our community and find our way here in this new place. We are open to receiving all of the beauty and opportunity before us in divine timing and in divine order. Grateful. Und hier ist Reitzville Avenue,
Also Reidsville Avenue geht in der, also westlich dort, also der Downtown gibt es auf der Cape Fear River, also zwischen die Fluss und der Atlantic Ocean. Zum Reidsville Beach ist es ungefähr 15 Kilometer ungefähr. Und Reidsville Avenue geht, also es geht alle, goes all the way down to the beach. So schöne Grüße aus Wilmington. Und ich hoffe, dass ihr alles gesund und fröhlich seid. Que la paz prevalezca en la tierra. May peace prevail on earth. Und ich zeige dir zum Schluss, es gibt da in der Sanctuary, wir haben ein sehr schön kleine, also Stained Glass. Ja, dort ist Reidsville Avenue. Ich gehe in der Richtung und gehe zu einem Thrift Shop. Wir haben hier Unity. Und man kann sehen dort, man kann nicht so gut sehen, aber es ist ein Stern. Sehr schön. Okay, ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, dass ihr dieses kleine Video so ganz zufrieden gemacht hat. Ciao aus Wilmington, North Carolina.